Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir sollen in diesen Gateway oder wie ist das Ding? Skyway, genau. Um die Gate zu besiegen. Gerne mit den anderen. Vorsicht! Oh Gott, das fängt ja super an. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Ja, was macht unser Marco hier? Das ist die große Frage. Na, wunderbar. Was sind überhaupt die Missionen genau? Das ist ja die Hauptmission, ne? Ferox geht Angriff zur Exogeni Hauptquartier. Waren Sie sich mit Ihrem Fahrzeug einen Weg? Ach so. Ja, wer auch immer den da geparkt hat. Ich frage einfach nicht. Wow. Oh. Ha. Okay, das klingt gar nicht gut. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Komm-Signal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Oh Gott. Oi. Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Ja, das passiert ist... da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Bitte was? Warum sagt mir das denn Sie keiner? Ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Oh Gott. Das. So. Wow. Ah, ich frage einfach nicht. Kriegen wir so hin. Können wir da drunter herfahren? Boah, ja. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Die Gate haben oberste Priorität. Ha, die haben oberste Priorität. Es bewegt sich von uns weg, auf das Exogeni Hauptquartier zu. Diese Narren erwartet eine unangenehme Überraschung. Danke für die Beleidigung. So, wow. Okay, und boom. Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Gate. Ach so, das Paket ist gesichert. Wir gehen. Ist da noch einer? Ach komm. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig. Schalten Sie das Komm ab. Gates kommen auf uns zu. Mist! Schalten Sie das Komm ab! Schönes Hochhaus. Sind die? Okay, da vorne ist irgendwas. Das sind Titanen. Okay. Uiuiui. Zum Glück ist dieser Marco ein super Fahrzeug. Und weiter. Wir sind beinahe, also eigentlich sind wir beim Exogeni Hauptquartier. Die Gate haben sich aber ziemlich schnell niedergelassen. Oh ja. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Wenn wir mal drin sind, ja, selbst was schießt denn, ne? Können wir da durch? Na, wunderbar. Okay.
Türsteuerung. Es war einfacher als ich dachte. Fehlerhaftes Objekt. Okay. Ich hab gerade schon gefragt, wo seid ihr? Was haben wir hier? Ein Ding. Können wir da durch? Unsere Waffen richten bei einem solchen Feld nichts aus. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Na wunderbar. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Echt? Um Gottes Willen. Aber unten ist doch gut. Hä, was, wieso? Wieso ist die gestorben? Ach du Kacke. Wow. Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Waren. Schon gut. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Keine Sorge. Wir holen sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Was, Sie können es mir sagen? Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Interessant. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. In Ordnung. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Okay. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Und die Torianer? Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Und der Gate-Angriff? Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Na, wunderbar. Ah, okay. Machen die da hinten schon? Ist das eine... Achso, das ist Lisbeth. Weißt du, Lisbeth ist auch so ein halber Name. Anstatt, dass man jemanden Elisabeth nennt, einfach nur Lisbeth. Verstehe ich immer nicht. Ne? Aber was sind das X bei Liawa? Was soll das jetzt bedeuten? Heißt das, dass Liawa keine Muni hat? Keine Waffe? Warte mal, Squad. Liawa. Achso, ich habe 2 Punkte. Die machen wir für Schmeicheln und für Dechiffrierung. Liawa ist ausgebildet für. Kann man nicht genau sagen, okay. Okay, Aber die aber hat eine Pistole. Alter. Ein Stiletto. Boah, nice.
Habe ich da inzwischen bessere? Nee. Plus 20 Schaden, minus 20 Hitzeabsorption. Ja, nee. So, Blöde Maschine! Oh Gott. Öffne die verschlüsselten Daten! Nein, ich will kein Protokoll prüfen! Aha. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg! Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Oh Gott. Okay. Ja. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Lisbeth? Woher weißt du, dass ich Lisbeth bin? Ihre Zugangskarte identifiziert Sie als Elizabeth Bainham. Benötigen Sie irgendetwas, Dr. Bainham? Was wollte der Kuganer? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Turianer, zu kommen. Reden Sie weiter. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Bitte was? Was hat Zeus Hope mit dem Turianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Das ist bestimmt Samens Ziel. Sage mir alles, was du über den Turianer weißt. Der Turianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Die Kontrollgruppe? Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Könnte nicht schaden, aber ja. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Zeus Hope. Ganz meine Meinung. V.I., was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Und die Exogeny? Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Und die heißt? Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Der Turianer? Erzähle mir etwas über den Turianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wie groß ist dieses Ding? Der Turianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich kilometerweit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr einem Meter Durchmesser entdeckt.
Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Und wie klug ist er? Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Wie kontrolliert er die Menschen? Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Torianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Wo kann ich es finden? Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Torianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Lisbeth? Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Warum wurde ich sanktioniert? Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden Sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Ja, was tun wir denn jetzt? Oh, Gottes Willen. Der Torianer ist hier und... Nun ja. Ich bezweifle, dass der für was Gutes steht hier. Okay, was haben wir hier? Aha. Bevor die irgendwas tun konnten. Oh Gott. Die Geth benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Geth sind ziemlich gründlich. Dieses Gebäude scheint den Geth wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Bei den Geth verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Dieses Gebäude scheint den Geth wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Ja, das hatten wir ja schon mal. Nein, ich hab's doch geschafft. Unfassbar wieder mal. Bei den Geth verschwimmen die Übergänge zwischen organischem und synthetischem Leben. Das bringt uns auch nichts weiter. Es ist nur natürlich, dass sie Rat bei einer höheren Macht suchen. Okay, Oh Gott. Ich fürchte... Ja, hier sind Gegner. Was? Das ist wieder Kirscher. Aha. Interessant. Was ist da? Ich würde gerne zu dem X kommen, aber... Ich will auch überleben. Hei. Ich bin ja noch gar nicht tot. Oh Gott. Huch.
Das war unerwartet. Oh, wir müssen hier... Ja, auf jeden Fall. Alter, willst du mich verarschen? Manchmal denke ich mir so, ja, okay. Ganz natürlich. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Das ist die Frage. Gehen wir mal weiter nach oben. Aha. Eieieiei. Nee. Okay. Das hätten wir. Was ist hier? Ja, erstmal nicht das Schlimmste. So. Also, wieder übersetzt. Okay, perfekt. Was haben wir da? Nix. Da haben wir nochmal ein Terminal. Wir haben Informationen, die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von den Frachtern noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Noda-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wurde, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Das ist nicht gut. Okay. Kommen wir auch nicht weiter. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Ja, okay. Oh. Aber hier stehen Freunde. Oh oh. Das war irgendwie einfach. Sehen Sie hier, Commander Shepard. Irgendeine Quarantänestation. Ja. Das hatten wir bei den anderen Greifern noch nicht. Wenn wir nur einen der Greifer entfernen, fällt das Schiff. Okay. Schwer. Oh oh. Nein! Das werde ich nicht schaffen. Okay, wir müssen es mit Universal-Geff-Invasion. Laut der Daten dieser Konsole bereiten die Geff einen größeren Angriff auf den Ratssektor vor. Wenn diese Informationen korrekt sind, ziehen sie gerade eine größere Streitmacht zusammen. Irgendwo im Armstrong-Nebel. Na, wunderbar. Okay, da ist wieder ein bisschen Ausrüstung. Private Log-Einträge von Dr. Gemmall. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Die zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir die Entgegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollen uns nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie das Matano-System geliefert werden sollte. Gemäß meiner Aufzeichnung ist daraus nichts Interessantes. Sie haben an der Konsole eine Reparatur-Invoice gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttle-Bucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 Psi oder drunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 Psi schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Was? Okay. Das waren 21 Psi, ne? So. Ist das? 5 Psi? 11 ist zu viel. Wie viel ging noch? Oh.
jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel. 13. 13. Okay, 13, 17, das sind zusammen 30. 5 ist zu viel, okay. Ach, 31 bis 34 war das. Ah, okay. Dann haben wir mit 17, dann haben wir 14. Und das sind 26. 27. Nee. Auch nicht. Ich weiß den Bereich nicht mehr, ist das Problem. Sonst könnte ich da mathematisch rangehen. Wir haben 20. 25? Nee, danach wird es wieder zu viel. Hochdruck. Ah, ja. Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander. Reden Sie mit mir. Joker? Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Beschützen Sie keine Panik. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Alle zusammenbleiben. Hier wird das gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.